Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas und heute ist es endlich wieder soweit. Es gibt mal wieder ein neues Video von mir. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Am 3.3.2019 gab es tatsächlich das letzte Video. Ja, das sind jetzt fast 2,5 Jahre und in der Zeit ist viel passiert. Ich habe auch schon ein, zwei Mal wieder Anlauf genommen, hatte ein fertiges Video, doch dann habe ich es wieder nicht hochgeladen und dann habe ich einfach gemerkt, nach 3, 4 Wochen, jetzt ist es irgendwie schon wieder durch, das hat dann wieder nicht mehr gepasst irgendwie. Und ja, dann wurde es wieder nicht. Und dann wurde es wieder nicht und dann wurde es wieder nicht und ja. In der Misere, muss ich sagen, habe ich jetzt auch ja schon so ein bisschen drin gesteckt, dass ich, also mein Alltag, das läuft alles, das ist kein Thema. Aber wenn es so um Dinge geht, die ich einfach, wie soll ich sagen, ja, wie jetzt den Kanal, die mir wirklich so Freude bereiten, wo ich Bock drauf habe, wo ich Spaß drauf habe, die habe ich komischerweise nicht gemacht. Und ich habe viel überlegt, wie mache ich das und das und das und das. Und ich war die ganze Zeit oder oftmals nur so im Kopf und habe es halt, wie gesagt, jetzt nicht umgesetzt. Und dann hat mir etwas vor 2, 3 Wochen echt weitergeholfen. Ich kannte es schon, ich wusste es schon irgendwie, aber dann musste es erst wieder mal neu von außen in mein Leben reinkommen, dass ich es dann gemacht habe und es mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen hat. Und zwar, wenn du wirklich so im Kopf festhängst, überlegst, wie machst du dies, wie machst du das so oder so, dann ist es echt gut, sich mal hinzusetzen, einen Stift zu nehmen und einfach mal drauf losschreiben. Das reicht an und für sich schon eine Viertelstunde oder ich habe es eigentlich nur 10 Minuten gemacht. Man kann es natürlich auch noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten machen, aber eine 10 Minuten reicht definitiv erstmal aus. Und dann kommen diese sich ständig kreisenden Gedanken mal raus aus dem Kopf. Man schreibt es auf und während des Schreibens kommen Ideen. Da können ja echt gute Impulse sein, das können gute Ideen sein, die ja, du machen kannst, die da einfach wichtig für dich sind. Du kannst daraus irgendwie neue Erkenntnisse zu gewissen Themen schreiben bekommen. Und ja, das hat mir megamäßig geholfen, muss ich sagen. Ich bin dann aus diesem Gedankenkarussell mal wieder rausgekommen. Die Sachen sind raus und dann ist tatsächlich auch wieder Bewegung bei mir im Leben passiert. Also mehr Bewegung passiert und ja, das Ergebnis, ich sag mal, sehe ich jetzt an mir selber, dass ich tatsächlich jetzt wieder mein Video mache. Genau, und wie mache ich das? Wie gesagt, ich setze mich dann einfach hin, Zettel, Stift. Und dann schreibe ich jeden Gedanken auf. Und wenn am Anfang fünfmal kommt, was soll ich jetzt schreiben, dann habe ich halt fünfmal hingeschrieben, was soll ich jetzt schreiben. Oder dann, was war so oftmals so, da kommt bei mir so, oh Mann, was soll ich jetzt schreiben? Also jeder Gedanke, der kommt, einfach aufschreiben. Und das am besten jeden Tag machen. Und dann wirst du selber merken, dass da Bewegung reinkommt. Und da kommen manchmal auch Hinweise, ja wirklich quasi, das kommt quasi so aus dem Unterbewusstsein auch, da kommen manchmal Hinweise, was du halt machen solltest. Oder was halt einfach wichtig für dich ist. Und
wenn du den Sachen dann nachgehst, dann, wie soll ich das sagen, dann verbessert sich einfach dein Leben. Ja. Du folgst dann halt so ein Stück weit mehr deiner inneren Stimme und das macht schlussendlich meistens glücklicher und erfüllter. Genau. Und das wollen wir ja im Endeffekt und von daher war das jetzt erstmal mein erstes Video und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Schreib gerne deine Erfahrungen von der Sache einfach mal unter das Video. Du kannst es gerne liken. Dislike geht natürlich auch, wenn du es nicht toll findest. Und dann mach's gut und ich freue mich aufs nächste Video. Tschüss.